Und dann schauen wir noch gleich in den Fatania-Wald drauf und schauen, was wir uns dort gleich fangen können. Da bleiben ja jetzt nur noch... Na gut. Insgesamt alle 5 Pokémon, die man hier fangen kann. Raupi, Hornliu, Kokuna, Safcon und Pikachu. Ich hoffe ja auf den Raupi. Ein Hornliu kriegen wir, okay. Gut, ich hatte auch schon lange keinen Bibor mehr im Team. Falls wir es überhaupt so weit schaffen, dass es ein Bibor wird. Das muss man natürlich immer als Voraussetzung nehmen. Einen Pokéball. So, das ist ein Männchen. Okay, dann haben wir hier jetzt einen kleinen Marvin. Hier noch das Gegengift. Und dann da oben gibt es auch noch was Nettes zu holen. Nach dem Pokémon. Ja, ein Raupi. Dich hätte ich gern gehabt. Kriegen wir den kaputt gekloppt. Ja, komm. Na gut, ein Raupi macht nicht wirklich viel Schaden. Und nach einem Rutenschlag ist ein Tackle deutlich stärker als ein Blubber. Erstmal Level 8 für unseren Whitey. So, dann haben wir wieder einen neuen Pokéball. Und dann schauen wir jetzt noch auf die Route 22, was wir dort noch so finden. Ja, jetzt kriegen wir die ganze Zeit Raupis. Ich hätte gerne eins gehabt. Wie viel macht ein Blubber auf dem Raupi? Ist in der physischen Death meines Wissens noch ein bisschen stärker als in der speziellen, aber da auch nicht ganz sicher. Also, die könnten beide ungefähr gleich schlecht sein. Sind beide auf jeden Fall nicht sonderlich gut. Bei Safcon ist die physische Death auf jeden Fall höher und bei Smetbu ist die spezielle deutlich höher. Im Fatania-Wald machen wir dann später. Jetzt geht's erstmal wieder eine Runde ins Pokémon Center. Und dann schauen wir mal, was uns auf der Route 22 noch entgegenkommt. Dann gehen wir erstmal ein bisschen trainieren.
Dann schauen wir mal. Ein Mankey wäre nicht schlecht. Ja. Level 2. Oh, muss ich aufpassen, dass ich das nicht One hätte. Oh, das sollte ich bestenfalls mit dem Crit schaffen. Okay. Mehr Schwächen tue ich es aber nicht. Okay, dann mit wem können wir es denn weiter schwächen? Probieren wir es mal mit unserem Marvin. Ja, der hält da ein bisschen was aus. Jo. So, komm, und jetzt bleib bitte im Pokéball drin. Passt doch. So, dann haben wir jetzt zumindest schon mal 5 Pokémon. So, das war ebenfalls ein Männchen. Wie nennen wir das denn? Wie nennen wir ein männliches Mankey? Immer diese Namensproblematik, ich hasse das. Ach, ich nenne ihn einfach Fight. So, ich bin mal gespannt, wie lange die alle überleben. Auf jeden Fall wird jetzt erstmal ein bisschen trainiert. War ziemlich weit und ich bin immer am überlegen, ob ich das jetzt einfach ein bisschen offscreen machen soll. Ja, das wird ein bisschen dauern. Ich mache das offscreen. Und keine Sorge, ich werde nicht schummeln. Wenn irgendjemand dabei stirbt, dann werde ich das auch ehrlich zugeben. Also, ich pausiere mal ganz kurz die Aufnahme und wir sehen uns nach dem Training wieder. So, bin mal wieder ganz kurz da. Der kleine Marvin entwickelt sich gerade. Ich dachte, das wollte ich euch noch zeigen. Damit ist unser Marvin jetzt ein Kokuna. So, ich bin jetzt wieder weiter trainieren. So, da bin ich wieder und ja, das Team sieht mittlerweile ein gutes Stück besser aus und ja, ich zeige einfach mal, was ich jetzt alles trainiert habe. Willi ist inzwischen Level 9, hat einen Ruckzuck-Hieb gelernt. Dann Kari, ebenfalls Level 9, hat Windstoß gelernt. Whitey ist ebenfalls auf Level 9 gekommen, hat aber nichts Neues dazu gelernt. Dann unser Fight hat den Fußkick mit dazu gelernt, ist jetzt ebenfalls Level 9. Und der Marvin hat sich, wie bereits gesehen, entwickelt und hat bei der Entwicklung auch gleich noch den Härtner gelernt. Er ist aber immer noch relativ nutzlos, auch wenn er mit seinen Giftstacheln verdammt häufig vergiftet. Und noch ein paar Sachen sind mir aufgefallen. Kadi haut zum Beispiel mal extrem häufig mit Tackle daneben und Valley macht extrem häufig Volltreffer. Das sind so mal die Sachen, die mir so ein bisschen aufgefallen sind. Und Marvin kassiert ganz gerne Volltreffer. Das ist mir auch aufgefallen. So.
ich will ja noch den Mr. Green dort kaputt machen und der fängt an, der hat einen Taubsi vorne. Ja. Lass mal einfach Valley mal da. Ich liebe diese Musik. Hey, Kilian! Du bist auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Vergiss es. Wahrscheinlich besitzt du noch nicht einmal einen Orden. Die Wache wird dich gar nicht erst durchlassen. Ach, sind deine Pokémon eigentlich stärker geworden? So. Okay. Wir hauen hier. Oh, ich habe vergessen, die Attackenanimation wieder anzumachen. Ja, ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Na gut, dann kämpfen wir diesen Kampf ohne Animationen. Valley verprügelt hier gerade einen Taubsi. Das finde ich ganz, ganz toll. Und jetzt kommt dieser Saun. Das würde ich gerne mit guten Cuddy machen. Die Cuddy kann schließlich schon den Windstoß. Oho! Übertreib's gleich, Cuddy. Ja. Nein, so viel Glück wie du kann man nicht haben. In der Pokémon-Liga gibt es viele starke Trainer. Ich muss einen Weg finden, an ihnen vorbeizukommen. Du solltest aufhören zu bummeln und dich in Bewegung setzen. Boah. Machen wir doch. So. Das nächste, was ich eigentlich erreichen will, ist, dass sich Marvin nochmal entwickelt. Weil dann kann ich ihn endlich mal brauchen. Aber ich habe mir gedacht, das letzte Level, das müssen wir jetzt auch mal onscreen noch machen. Es war übrigens gut, dass ich das Ganze noch offscreen gemacht habe, es hat ewig gedauert. So. Aber jetzt dürfen wir uns erstmal ein bisschen durch den Vertania-Wald prügeln. Und ich würde sagen, wir packen den Marvin gleich mal nach vorne. Der soll ja die XP abstauben. Ich habe übrigens offscreen auch ein klein wenig eingekauft, ein paar Tränke und ein bisschen Gegengift. Das Gegengift habe ich gebraucht, weil ich habe hier gerade die letzte Phase ein bisschen im Vertania-Wald trainiert und die Horn-Dios haben es gelegentlich geschafft, mich zu vergiften und ich wollte... Ja... Der Weg zum Pokémon-Center war weit genug, dass die bei dem Gift eventuell gestorben wären. Deswegen habe ich ein bisschen Gegengift gekauft. So. Dann kämpfen wir mal gegen die ganzen Käfersammler hier. Hey, du hast auch Pokémon. Los, lass uns kämpfen. Der hat einen Horn-Leo, ja. Gegen Horn-Leo will ich mit Marvin erst eigentlich gar nicht kämpfen. Das ist eher ein Job für Valley. Selbst wenn die einen Giftstachel mit Gift kassiert, ich habe immer noch vergessen, die Attackenanimation wieder anzumachen. Die hat Adrenalin und haut dann mit 50% stärker zu, wenn sie vergiftet ist. Oder auch verbrannt. Muss dringend die Attackenanimation wieder anmachen. So, ein Raupi kommt. Das kann man mit dem Marvin jetzt machen. Den Balken da unten müssen wir noch voll kriegen, also den EP-Balken. Dann ist unser kleiner Marvin endlich was Brauchbares. Ja,
Zumindest so einigermaßen. Wirklich brauchbar würde ich das Ganze eigentlich erst nennen, wenn er Duo-Nadel kann. Dann hat er wenigstens eine anständige Step-Attacke. Und das dauert leider noch bis Level 20. Aber seine Werte schießen wenigstens ein bisschen in die Höhe, wenn er sich das nächste Mal entwickelt. Kriegt er wenigstens mal eine Angriffsbasis von 80. Wer jetzt klug scheißen will, dass Bibo eine Angriffsbasis von 90 hat, nein, in der dritten Generation waren es noch 80. Das ist erst in der sechsten Generation geändert worden, dass da ein paar Zugeständnisse gemacht wurden für einige Pokémon. Smetbo und Bibo haben beide 10 Punkte auf ihren stärkeren Angriffswert dazu bekommen. Und ich habe immer noch vergessen, die Attackenanimation anzumachen. Ich laber hier immer und vergesse es dann zwischen den Kämpfen. Onlyo, da bleiben wir doch gleich drin. Und er hat mich vergiftet. Okay. Na gut, dann killen wir ihn damit jetzt wenigstens. Und gegen ein Kokuna, ja gut, mit der vergifteten Valley will ich da jetzt nicht drin bleiben. Was machen wir mit der Kadi? Die hat wenigstens was Effektives. Damit erreicht Kadi schon Level 10. Kadi levelt echt schnell. Ja, das Gift müssen wir heilen. Haben wir schon sehr, sehr bald unseren ersten Toten. Das wäre sehr unnötig. Na, kämpfst du auch? Ja, du kämpfst auch. Käfersammler Emil mit einem Raupi. Okay, das können wir mit unserem Marvin sogar machen. Ich habe schon wieder vergessen, die Attackenanimation anzustellen. Wieso denke ich nach dem Kampf da nie dran? Na gut, jetzt war gerade die Sache mit dem Gift noch mit dabei. Ich hatte mich da ein bisschen abgelenkt. Aber trotzdem, ich sollte langsam echt mal dran denken, dass ich nach dem Kampf die Attackenanimation wieder anmache. Okay, das zweite Raupi verprügeln wir auch noch. Ein bisschen Glück kriegen wir in der ersten Runde noch ein Gift drauf. Und das Vieh ist sogar Level 8. Als Marvin noch ein Hornlio war, hat er mit fast jedem Giftstachel den Gegner vergiftet. Seitdem er ein Kokuna ist, macht das fast gar nicht mehr. Ah, wobei. Mir fällt gerade ein, Raupi hat ja Puderabwehr. Stimmt, den kann man gar nicht vergiften. Zumindest nicht mit Zusatzeffekten. Oh, 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 oh. Nein. Whitey, übernimm du das mal bitte. Gleich noch ein Volltreffer hinterher. Oh, aber Marvin erreicht Level 10.
12 Angriff hat er jetzt. Das merkt man uns jetzt einfach mal. Na dann, Marvin, werde ein wunderschönes Bibor. Da haben wir unser Bibor. Und er lernt Furienschlag. Moment, jetzt hat er 23 Angriff. Das ist ungefähr doppelt so viel wie vorher. So, den Furienschlag packen wir mal ganz nach vorne. Der ist auch... Ja, sogar bei 2 Treffern ist er noch stärker als ein Giftstachel.